Hallihallo und guten Tag. Ja, moin. Meine Lieben, wie ihr seht, zwei Paar Hände, das heißt zwei Leute. Herzlich willkommen zu einem Schulter hoch zwei. Wieder mal, endlich wieder mal. Endlich wieder mal. Wir sind, ich bin des Öfteren schon erinnert worden. Hallo, liebe Sabine, da sind wir endlich. Von einer Demonstratorin von mir aus dem Team, die immer mal wieder sagt, wann kommt denn der Mike? Und jetzt sind wir da. Genau. Wir möchten euch eine Karte vorstellen, die ich schon in meinem letzten WhatsApp-Video gezeigt habe. Zeig mal her, das Schmuckstück. Mhm. Die sich mein Ehemike ausgedacht hat. Und zwar, die zeigen wir gleich nochmal in voller Pracht und etwas länger. Und zwar ist das das erste Projekt, was wir euch zeigen möchten, mit dem Vielfaltspaket schön schwungvoll. Mike hat gearbeitet mit dem Stempelset geschwungene Weihnachten, ausschließlich, sonst mit nichts weiter und natürlich Farbe und ein bisschen embossed und so. Embossed, oha. Ja, das kannst du, gar kein Problem. Damit hat er gearbeitet. Zu diesem Vielfaltspaket gehört aber ein bisschen mehr. Da gehört ein zweites Stempelset zu, nennt sich schön schwungvoll. Hierzu gehören Stanzformen. Das hier bildet ein Produktpaket und das kann man auch nur als Produktpaket kaufen. Einzeln geht es nicht, wohingegen man das hier auch einzeln kaufen kann. Und was noch dazu gehört, da ist jetzt ein kleiner Rest, ist Designpapier, nennt sich, ich kann mir das nie merken, klassische Weihnachten. Und die vier Produkte zusammen ergeben dann das Vielfaltspaket. Man kann auch die drei Sachen einzeln sich bestellen, gar kein Problem. Hierzu findet ihr eine Information auf meiner Homepage, die ich euch mal eben einblende. Hier in die Mitte, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Geht einfach mal rauf, dieses Vielfaltspaket gibt es seit Anfang November und auch nur solange der Vorrat reicht. Das heißt, jetzt war es zwischendrin einmal vergriffen und ist auf Nachlieferung gewesen, aber das kommt noch wieder nach. Okay, wir kümmern uns also heute nur um dieses Stempelset. Geschwungene Weihnachten. Und jetzt bist du wieder dran. Geschwungene Weihnachten. Also ich finde das ganz, ganz schön. Es ist, wenn man das so sieht, eigentlich nicht viel drauf. Aber ich finde, man kann ganz viel mitmachen, trotz allem. Gerade so mit den Hügeln, das hat mir gleich irgendwie so eine kleine Bergkette irgendwie in Erinnerung gerufen. Gedacht, das könnte man machen. Und das ist dann hier auch draus geworden. Müsst mal so sehen. Also im Prinzip so Tannen vorne und weiter hinten. Das fand ich ganz schön. Relativ einfach. Nicht so fürchterlich viel drauf. Und mit einem selbstgemachten Hintergrund hier, also kein DSP, das ist selbstgemacht. Und da versuche ich mich doch jetzt einfach mal dran. Wir zeigen euch vorher mal einmal, was ihr für diese Karte benötigt. Ihr braucht das Stempelset. Ja. Ihr braucht ein Stempelkissen. Wir haben jetzt Marineblau genommen, weil das natürlich einen schönen Nachthimmel gibt. Richtig. Ihr braucht eine Schwammwalze dazu. Mhm. Ihr braucht für den eigentlichen Stempel das Memento. Dann braucht ihr noch zwei Stampin' Blends. Einmal in Bronze, das ist für die Baumstämme. Und einmal in Tannengrün für die Tannen. Genau. Und was wir noch gemacht haben, ist hier so ein kleines bisschen mit dem Wink of Stella verziert. Dieses Weiß hier, wenn ihr ein schönes, kräftiges Weiß wollt, würde ich euch immer empfehlen zu embossen. Das heißt, ihr braucht zum Embossen noch das Versamark-Stempelkissen,
Ich habe immer noch, und ich hoffe, ihr auch, einen Embossing Buddy. Bei Stampin' Up! Gibt es den leider nicht mehr. Ich kann euch das aber empfehlen. Kauft euch dann gerne extern ein oder nutzt den, den ihr habt. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und ihr braucht natürlich Embossing-Pulver. Ich habe weißes Embossing-Pulver in so einer Plastikdose. Und um das Ganze dann noch heiß zu kriegen, braucht ihr natürlich den Embossing-Föhn. Und dann haben wir aber auch alles. Genau. Farbkarton, den hast du da hinten liegen. Ja. Natürlich. Klar. Aber da kommen wir gleich zu. Und wir kleben das Ganze, weil das ist wirklich nur die Mattung auf Karte geklebt, mit Tombow. Und das war's. So. So. Nun geht das los. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das nochmal so hinkriege. Ach, bestimmt. So, jetzt rollen wir das hier erstmal alles runter. Ich will das mal eben. Genau. Wir machen sogar, jetzt versuche ich eine Besonderheit, etwas, eine kleine Variation zu diesem. Dieser Hintergrund, der Nachthimmel, ist ja eben mit dem Schwämmchen, mit der Schwämmchenrolle gemacht und wird ja eigentlich nur so rüber gerollt. Und hier bei dieser Variante habe ich es einfach unten gerade gelassen und anschließend drauf gestempelt. Wenn man das genauer guckt, kann man das sehen. Das ist hier unten noch so ein bisschen weiß. Ich finde das eigentlich ganz schön, kann man gut so machen. Aber da fiel mir ein, das wäre ja auch ganz schön, wenn dieser Himmel direkt hier an der Bergkette aufhört. Und dazu müsste man diese Bergkette natürlich vorher einmal maskieren. Ich richte hier mal drauf. Und das ein bisschen vorbereitet. Also ich habe einmal diese Kette schon mal einfach so auf so ein Post-it gestempelt und anschließend ausgeschnitten. So, das klebe ich gleich so zusammen auf meinen... Ja, das Post-it war halt nicht lang genug, ne? Das ist ein fürchterlich langer Stempel. Genau. So, das ist natürlich jetzt viel zu hoch. So, ich denke mal, das machen wir so auf... Mal daneben halten, ne? Ja, also dummelig, so ungefähr, ne? Diese Höhe soll das wohl werden. So, das heißt, ich lege den hier einmal an. Ein Stück überstehen lassen, ne? Den kommt man nicht. Und ja, das war halt zu kurz. Ich habe das vorbereitet. Die Verlängerung dann einfach mal hier drauf. Genau. So. Jetzt musst du schön glatt drücken hier, ja, damit es bloß keine Kante gibt. Soll ja keine Farbe drunter laufen. Genau. Okay. So, dann wollen wir doch mal... Alte Stempelkissen schieben, genau. Schieben drücken. Gut. Möchte ich auf diese Seite. Ich nehme die mal lieber weg. Besser ist. So, und ja, schön durchziehen. Ganz wichtig hier beim Rollen. Also immer gut so komplett durchziehen und nicht hin und her. Sonst hat man nachher so Querstreifen. Auf der Rolle vermeidet man, indem man das einmal hier komplett durchzieht. Die Frage, probier einfach mal. Fang oben an. Oh, das kann auch ein bisschen mehr. Und lass das gleich mal nach unten auslaufen. Und ich kann eben hier einfach drüber rollern. Das probiere ich jetzt nochmal. Hier oben etwas dunkler. Auch mal hin und her, um diese... Ja, Querstreifen so ein bisschen zu vermeiden. Da muss man deutlich eine Farbe drauf. Da kannst du so oft drüber gehen, wie du lustig bist. Ja. Zum Glück. Was halt wichtig bei dieser Technik ist, dass man das tatsächlich immer nach unten ein bisschen ausrollert. Nicht zu viel, weil sonst wird es nach unten natürlich zu dunkel. Aber sonst sieht man halt diese Striche, ne? Und das ist unglücklich. Mike hat gerade etwas gemacht, was er, ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat. Du hast in der Mitte einmal mehr. Ja. Du musst noch lernen, dass wenn die Kamera läuft, du auch reden musst. Warum hast du das gemacht? Einfach auch, um so ein bisschen mehr Unterschiede hier reinzukriegen. Das wird dann an einer Stelle etwas dunkler. Das ist beim Nachthimmel ja durchaus, naja gut, okay, eigentlich ist das ziemlich gleichmäßig, aber es wirkt einfach... Etwas interessanter, hier hat man es auch ein bisschen ungleichmäßig. Und so, ich würde das jetzt einfach mal so lassen. Gut. Genau, das ist gut. Das sieht schon gut aus. Den klappen wir hier wieder zu. Und den nehme ich
mal da. Genau. Okay, jetzt wird es natürlich spannend. So, theoretisch sollte ich jetzt hier unten eine schöne Kante haben. Sieht so aus. Wunderbar. Dann nehmen wir einmal den Stempel. Glücklicherweise auch ein Klarsichtstempel. Das heißt, man kann den jetzt natürlich hervorragend hier anpassen. Den Memento. Und einmal umgedreht. Gut. Jo. So, mal gucken, ob das hier klappt, ohne mit dem Kopf drüber in die Kamera. Das ist ja wieder meine... da haben wir den Stempel etwas bewegt zwischendurch. Du kannst ja... Mal vorher machen sollen, jetzt habe ich gleich Farbe am Finger. Ach, ist nicht schlimm. Die kannst du wieder abwaschen. Abwaschen ist ja zum Glück wasserlöslich. So, ich probiere mal. So, da ist er auch schon. Du musst aber jetzt natürlich wieder nochmal in die Tinte rein. Ja, ich gucke gerade mal, aber das ist... Oh ja, das klappt so nicht. Da haben wir den Stempel dummerweise zwischendurch einmal abgehabt und dadurch, dass er natürlich sehr flexibel ist, kriege ich die Form schlecht. Mal gar kein Problem. Stempel das mal hier ab. Dann machen wir den mal eben einmal sauber und dann kannst du den... Komm mal her. Dann kannst du den erstmal so hinlegen, wie du das haben möchtest. Ja. Ohne dass du irgendwas einsaust. So, bitteschön. So. Kann ich den jetzt eigentlich einfach da drauflegen? Kannst du auch machen. Das Ding hier drauf, ne? So, dann probiere ich das jetzt mit mal andersrum. Einfacher ist natürlich, wenn man das Stempel, den Stempel einfach so drauf lässt, um die Maskierung zu machen und danach nicht bewegt. Aber so ist es natürlich dann perfekt angepasst, weil du kannst den halt ein bisschen schieben und bewegen. Das ist das Schöne. Gleich zeigen, ups. Du bist auch der totale Perfektionist, ne? Ich probiere das einfach mal. So. Und wenn ich den jetzt hier drauf drücke, das ist echt ein furchtbar langer Stempel. Ja. Warte, so, jetzt habe ich es. Sollte der da ja? Ja, der hält. Dann kleben bleiben. Gut. Also, jetzt nochmal. Zweiter Versuch. Gespannt, ob ich das jetzt so treffe. Okay, einfach drauf los. Nicht zu 100%. Nicht ganz drüber, aber man kann das hier schon ganz gut sehen. So, den wieder sauber. Den noch einmal kurz sauber. Genau. So, und für die unteren, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, mache ich das mal so. Boah. Muss ich jetzt nicht ganz einfärben, weil ich brauche eigentlich nur den vorderen Teil. Vielleicht was da. Ah, das war zu weit. Ist nicht schlimm, deck doch einfach ab. Genau. Mal gucken. So, der soll jetzt ungefähr hier so reinlaufen, hier unten. Ich hätte den eigentlich ganz gerne in der... Schwarz. Dass da aufhört. Wir probieren das mal. So. Ja. Klappt. Und jetzt kannst du den einfach wieder einfärben. Genau. Deckst du gleich einfach wieder ab. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ne? Den Rest. So. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so, wie er hier ist. Es
Das könnte natürlich, wenn man da einen anderen Schwung drin haben will, den auch einfach eben kurz abnehmen und ein bisschen anders ausrichten. Wir machen das jetzt aber einfach mal so, wie es hier, wie das hier kommt. Ich sag mal so. Oh, nicht schlecht. Ja, kann man mal. So, wolltest du den gleich einmal... Ja, gibst du mir das weiße Schmierblatt mal einmal? Ja, klar. Damit ich den nicht die ganze Zeit hier in der Hand halten muss. So. Okay. Gut. So, während du sauber machst, der Embossing Buddy kann ich schon mal nehmen. Das wird jetzt die Fläche, die gleich embossed wird. Und zwar stehe ich den nochmal rüber, hier oben mit diesem schönen weißen Stempel. Und den wischen wir einfach hier an der Stelle so ein bisschen hin und her. Gibt nochmal so eine leichte Trennschicht für das Embossing-Pulver, das unter Umständen mal vorbeibröselt. Damit das nur an den Stellen auch hängen bleibt nachher, wo das Versamark drauf gestempelt wird. So. Sonja legt zwischenzeitlich jetzt mal die Stempel auf. Achso, das ist dann nämlich einerseits diesen Sternenbogen hier und wunderschöne und besinnliche Festtage als Spruch direkt drunter. Hier habe ich das noch einzeln gestempelt. Aber gerade eben bei der Vorbesprechung ist uns eingefallen, wir können das ja eigentlich auch direkt drunter machen. Dann hat man das in einem Satz. Das ist doch gut, oder? Nee, guck mal, ich finde das so. Siehst du mit dem Bogen, dass es hier oben ist? Finde ich irgendwie schöner. Aber das ist doch. Nee, der geht hier runter. Oh! Läuft genau andersrum. Den habe ich andersrum. Und dann hast du nämlich auch den Bogen hier mit dran. Alles klar, muss ich nur umdrehen. Ja. So, ups. Einen Moment. Und was wirklich schön ist, so diese Bogenform lässt sich noch ziemlich variieren mit diesen Klarsichtstempeln. Die sind auch recht flexibel, sodass man da mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Bogen reinkriegen kann. So. So besser? Kommt jetzt auch hier, glaube ich, näher. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Okay. So, das da oben ist schon mit dem Buddy behandelt. So, auch umdrehen, genau so? Ja. Das ist ganz normales Stempelkissen. Kannst du großzügig machen. Ja, da wo wir nicht waren, werden wir sehen. So, gleich wieder zu. So. Und... einmal oben drüber. Jetzt wird spannend. So, das Embossing-Pulver streue ich jetzt hier ein. Großzügig, meine ich. Großzügig hier oben drüber. Da kann wirklich großzügig was drauf. Und damit sieht man auch schon. Zack. Deutlich mehr. Nicht zaghaft mit sein. Genau. Einmal so eine richtig schöne Schicht. Weil dann kriegst du garantiert alles. Ein bisschen abklopfen, dass das auch wirklich nur auf dem Versamark bleibt. Gut. Und jetzt sind geföhnt. Haben wir noch Kabel? Wir haben heute mal eine andere Position hier, unseren anderen Tisch. Jetzt wollen wir mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Stufe 1 oder 2? Stufe 2. Und zwar fange ich von hinten an, um den aufzuwärmen, damit man nicht gleich das ganze Pulver wegpustet, dass er nicht angeschmolzen ist. Und das wird jetzt von hinten warm und dann geht das besser. Ja? Gut. Das sollte lang. Dichter ran. Nicht so viel wackeln, ja. Ich weiß, du rührst gerne. Schön langsam.
Siehst du schon, dass sich das verändert? Ich lege das mal in Kenntnis ab. Da, ja. Ja, jetzt bist du. Ja. So. Das kann man ein bisschen auskühlen. Und dann mache ich nämlich so lange mit der Farbe erstmal hier weiter. So. Mit Tannengrün. Tannengrün. Passt ja, ne? Gut. So, hier oben ist das jetzt über das Grün, über das Blau gestempelt. Das heißt, die werden natürlich ein klein bisschen dunkler, aber das sollte eigentlich hier nicht das Problem sein. Wer es jetzt ganz genau haben möchte, müsste halt diese Tannen mitmaskieren, aber das ausschneiden. Das macht keinen Spaß. Das macht, glaube ich, keinen Spaß. Ich glaube, Mike macht das mal zu Ende. Also ist klar, alle Tannen werden jetzt mit dem Stampin' Blend in Tannengrün gemacht. Nimm doch noch mal eben einmal den Bronze. Genau. Und die Stämme macht er dann halt einfach nur in Bronze. Das ist ja einfach immer nur ein Strich. Das macht er jetzt einfach mal eben zu Ende. Wir blenden mal eben rüber und wenn es fertig ist, dann zeigen wir es nochmal. Okay. So, dann nochmal die letzten grünen Tannen hier. Sonja sagt schon, ich bin schlampig, weil hier noch so überall so weiße Flecken sind. Es ist natürlich überhaupt nicht schlampig. Das sind die Schneereste, die noch auf den Tannen sind und noch nicht runtergeweht sind. Ich wusste, schlampig, dass du das sagst. Ist ja Quatsch. So. Also den noch mal am Rand. Genau. Und jetzt haben wir noch mal den Wink of Stella. Ein bisschen Glitzer. Gab es doch irgendwas mit Glitzer? Macht Glitzer drauf? Ich weiß es nicht mehr. Sein Leben zu grau, streu Glitzer drauf. Hervorragend. Das machen wir. Und zwar dachte ich mir hier oben in die Sterne, da, die können auf jeden Fall ein wenig Glitzer vertragen. Ist im Moment immer noch recht unscheinbar, aber wenn das nachher trocken ist, dann glitzert an den Stellen noch. Es gibt halt einen schönen kleinen Akzent, ne? Ja. Finde ich zusätzlich nochmal ganz gut. So. Ja. Mike hat Lust, zeig das. Lust, zeig das. Hoppla. Zeig das. Also wir haben hier nochmal so Kartenbasis, die irgendwie über dem Tisch lagen. Über den Tisch. Jeder Bastler wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Nein, eine Karte legt man doch nicht an die Tischkante. Weil genau das passiert, das knickt um. Aber weil ich ja weiß, dass du sowas gerne machst, habe ich vorsichtshalber noch einen zweiten hier. Ja, guck mal, wenn du die schon in der Hand hast, dann lasse ich dir das auch kleben auch mal. Genau. Und dabei haben wir was festgestellt. Ich hatte ja vorher gesagt, dass ich das jetzt mal mit dem Maskieren probieren wollte. Während das bei der ersten Karte ja noch ohne Maskierung ist. Ich muss sagen, hat beides so seine Vorteile oder seinen Effekt. Allerdings muss man beim Maskieren wesentlich genauer sein, muss ich gerade feststellen. Ich zeige den Unterschied gleich nochmal. Da man natürlich diese ganz scharfe Kante von der Maskierung hat. Und wenn man, wie ich vorhin, die jetzt nicht genau trifft, dann so, zack, jetzt hab ich's. Hat man hier nämlich so eine blaue scharfe Kante. Während bei meiner ersten Karte das ja noch einfach so ausgerollt war. Jetzt ist das Blau zwar nicht überall und hier ist es auch ein bisschen rüber, aber dadurch, dass auch etwas weniger Farbe hier hatte. Ja, irgendwie. Also ich persönlich. Finde ich was schöner. Ich finde die auch schöner. Tatsächlich. Ne? Ja. So eine harte Kante beim Maskieren hat durchaus was, aber das ist super schwierig, das exakt zu treffen. Und
Ja. Absolut. Und das ist, das sieht, also ich finde, das hier sieht besser aus. Ja. Also der, ja, finde ich auch. Also ich denke, ich würde es auch lieber auslaufen lassen und nicht mit der scharfen Kante machen. Aber gut, das muss vielleicht auch jeder für sich entscheiden. Ja. Ja. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Mein Mike hat das super gut hingekriegt. Du hast so einen Schiss vorm Embossen gehabt, war gar kein Problem, ne? Ja, Karte nicht abgefackelt. Also alles gut. Schon nicht schlecht. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch noch ein zweites Projekt mit diesem Vielfaltspaket. Schön schwungvoll. Das wird keine Karte, das ist auch keine Verpackung. Das ist so ein Zwischending. Lasst euch überraschen. Ich zeige euch auf jeden Fall noch was damit. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.